Ob ich scheitere, könnt ihr dann live miterleben. Und ich möchte sagen, meinen Modezwilling gefunden heute Abend. Conchita, vorhin haben wir sie noch gesehen. Ganz schlicht in einem sehr schicken schwarzen Anzug. Jetzt doch ein bisschen verspielt mit Spitzen. Aber immer noch schlicht. Immer noch oder? Schlicht. Oder? Ich finde, ich sehe heute sehr, sehr züchtig aus, möchte ich fast schon sagen. Ich trage Lena Horschek von Kopf bis Fuß und ich liebe es. Aber du strahlst natürlich für uns alle Glamour aus. Du bist die Frau, an der wir uns orientieren, an der wir sagen, auch schau nur, wie sie strahlt. Wie lange brauchst du, um die richtigen Outfits auszusuchen für so einen Abend? Oh, das dauert. Ich bin privilegiert und habe einen Stylisten, der für mich die unangenehme Arbeit macht und Kleidungsstücke zusammensucht. Aber dann setzen wir uns gemeinsam hin und haben den totalen Nerd-Out und suchen dann das perfekte Outfit. Meine Haare wurden gemacht, da war ich nicht dabei. Das ist sehr angenehm. Ich habe sie nur aufgesetzt und geklebt. Und dann war ich nach 45 Minuten anmalen auch schon hier. Aber es geht natürlich auch um die Kunst. Und wir haben gerade bei Facebook gesehen, so viele Menschen haben wirklich gesagt, am meisten freue ich mich auf den Auftritt von Conchita. Er war großartig. Du bist ja reingefahren durch die Semperoper. Hat sich so gut angefühlt, wie es ausgesehen hat? Es hat sich unfassbar toll angefühlt, mit dem Orchester zu musizieren. Ist, wie ich gesagt habe, wirklich Königsdisziplin. Und das ist ein Privileg. Und ich weiß, ich muss noch ein bisschen mehr üben, damit ich dem auch gerecht werde. Aber es war unfassbar schön. Unfassbar schön. Nicht nur für dich, also auch für uns zum Angucken. Wirklich nochmal Kompliment, als wärst du in diese Semperoper reingeboren. Wie geht denn jetzt der Abend weiter? Du hast schon gesagt, man darf mich schon zum Tanz auffordern. Allerdings, Man kann es gern versuchen, wenn man gern eine Absage kassiert. Darauf würde folgen, aber ich nehme gern auch ein Gläschen Champagner. Und wie man sieht, habe ich gerade jemanden abgesagt und deswegen trinke ich schon. Ich gucke mal, wie viele Menschen da noch warten, dich einzuladen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst. Und ich glaube, die nächste wunderschöne Frau wartet schon da vorne. Wir machen vielleicht einfach einen fliegenden Wechsel, oder? Vielen, vielen Dank, liebe Conchita. Und ich darf es schon mal ankündigen, liebe Männer. Ah, von der einen wunderschönen...